Warte! Jetzt müssen wir uns nicht mehr um teure Skins streiten. Wir haben doch einen Keydrop. Ja, voll! Meine Güte! Keydrop. Traumskins sind näher, als man denkt. Yo, wunderschönen guten Batman, ich bin Spitzhack. Ronnie ist hier am Start und ja, Mates, Guthaben ist da. Wird auch geil gespendet. 187.000 haben wir noch von dem Event. Was natürlich sehr, sehr geil war in dieser Woche, wo wir $15.000 gewonnen haben. Gambling ist, by the way, ab 18. Nur mit Kohle, die ihr übrig habt. Und, da haben wir jetzt natürlich ordentlich zum was ausgeben. 187.000. Ich bin auch gespannt. Okay, jetzt kommen die 30.000er Dinger. Ist doch nicht so viel wie gedacht. Okay, wir haben hier die Möglichkeit, das zu tun, ne? Nur 50.000 haben wir immer noch. Wir hätten aber auch die Möglichkeit, hier was zu machen. Frage ist was, je mehr Credits du eintauschst, okay, wo gebe ich die Credits ein? Ah, lol, okay. Machen wir hier mal 30.000. Alter, wie geil das aber gemacht ist, oder? Das ist schon geil gemacht. Okay, 30.000 vergleichswert zum anderen. Ist schon wirklich sehr, 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 sehr edel gemacht, muss ich sagen, wie es ist. Machen wir jetzt die Karten nochmal auf? Okay, komm, wir machen nochmal eine Karte auf. Haben wieder ein bisschen mehr rausbekommen als aus dem anderen, ne? Aber irgendwie finde ich das andere halt um Welten geiler. Könnten da natürlich jetzt auch mal 90.000, kommen wir hauen hier die kompletten 90.000 rein. Dann seht ihr auch, was da abgeht. Ich finde das super cool gemacht. Okay, $50. Gratis, ist das okay? Habe ich im letzten Video schon erwähnt. Wenn man solche Event-Sachen macht, dann sollte man die auch nur nebenbei machen und nicht aktiv farmen. Dann ist das okay. Könnte ich denn hier mit meinen Gold-Cases machen? Da habe ich nämlich auch noch echt viel, ne? 35.000 kostet die da, aber wir haben noch nicht mal 35.000. Das ist so schwer, dass man die kriegt. Oder ich glaube, die kriegt man nur beim Aufladen oder dadurch, dass es gesponsert ist. Deswegen kriege ich die so schwer. Vielleicht sind die in echt gar nicht so schwer zu kriegen. Aber ich würde eigentlich die 35.000 da mal abwarten, weil da hat es wirklich leckere Sachen drin. Naja, in diesem Sinne, wir schauen natürlich erstmal nochmal rein bei dem Case Opening Battle. Hätte ich Bock drauf, ist auch schon lange her. Zack, nehmen wir. $76, Abfahrt. Den Starflick, den ziehen wir hier natürlich auseinander. Ja, ich habe jetzt gerade kein aktuelles Motto, ob ich alles ausgebe oder nicht alles ausgebe oder ob ich $200 ausgebe oder $300, was halt für das Video quasi die Balance wäre. Ich weiß auch noch nicht, ob es ein Giveaway gibt oder nicht, das erfahrt ihr dann im Laufe des Videos. Das ist einfach mal reingehen, gucken, was passiert, wie lange ich Bock habe. Wenn es mal eine Zeit lang nicht gut läuft, dann werde ich auch einfach aufhören. Weil, solange es läuft, macht es natürlich Spaß weiterzumachen. Solange es nicht läuft, ist natürlich ziemlicher Krampf. Okay, wenn es so bleibt, hätten wir wenigstens mal die Kohle ungefähr wieder. Oh, $150 Roacher. Schmecke, die schmeckt. Wir verkaufen sie wahrscheinlich so oder so wieder. Oder nutzen es für Upgrades. Deswegen für mich absolut cool. Wir sind ja Welten vorne. Also den haben wir ja mehr als abgezogen, ne? Wir haben jetzt 328. Okay, na, da kommen natürlich noch diese Gratis-Dinger von Anfang dazu, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir durch das Battle gemacht haben. Da habe ich leider gar nicht drauf geachtet. Aber wir gehen auf jeden Fall wieder gute Battles ab. Ich würde auch sagen, dass wir jetzt echt gleich mal probieren. Wir haben nämlich 328 auch durch dieses Gratis-Ding drauf. Dass wir ja wirklich noch zwei Kisten aufmachen und dann mal in den Upgrader wieder reinspringen. Das sieht einfach so geil, Alter. Ich liebe das so hart, wirklich. Vor allem, wenn der Dados wieder aussieht, ey, absolut nice. Das ist echt so. Ich lieb's. Arrowcase hat uns letztes Mal rich gemacht. Jede Case hat uns die letzte Woche rich gemacht. Komm, wir probieren es einfach nochmal. Arrowcase. Lass es was Fettes krachen. Ja, die Knight. Nein, nicht die Neo Rider daneben. Boah, Katastrophe. Ah, okay, doch nicht so schlecht wie gedacht. Machen wir nochmal auf. Ich habe gedacht, die wäre jetzt sogar um die $50 oder so. Oh, die Linken wären ja auch viel besser. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt was taugen. Nee. Okay, gut. Gut. Wir gehen zum Upgrader. Oh, solche Schmutzhandschuhe, wirklich. Also, bäh. Wirklich, zack, hier eine geile Asimov braucht man. Oh, das wird was. Das haben wir in der Tasche. Lecker. Lecker. Die Gratis-Sachen, die versauen halt echt auch ein bisschen die Bilanz, muss man sagen. Da gucken, was es Leckeres gibt. Zap, zap. Vielleicht tue ich mir nämlich jetzt bald mal wieder, oder nicht vielleicht, sondern garantiert werde ich jetzt mal wieder $50-Skins auszahlen, damit ich, falls ich Lust habe in dem Video, Giveaway machen kann.
Oder es mal gestaffelt machen kann, dass es einmal ein großes gibt. Hauptsache, die sind schon mal im Steam-Inventar und man muss nicht 14 Tage warten, bis sie kommen. Weil ich muss ja erstmal die annehmen und dauert es wieder 7 Tage und so weiter und so weiter. Hauptsache, ich kann die dann, wenn ich das Giveaway mache, direkt rausschicken. Soweit der Plan auf jeden Fall. Aber irgendwie, es ist uns gerade nicht gegönnt hier mit denen. Ich gucke natürlich auch immer drauf, dass es, auch wenn ich hier schnell auswähle, dass es schöne Skins sind. Ich wusste, dass die USB ungefähr die Price Range hat. Die Skins, die ihr gewinnt, sollt ihr natürlich auch mit Freude spielen können, sag ich jetzt mal. Ja. So. Ich habe Angst, dass wenn ich die nochmal nehme, Hyper Beast auch super schön. Wenn ich die nochmal nehme, dass ich danach nicht auszahlen kann, weil sie nicht mehr auf Lager ist. Deswegen, wir probieren hier noch die Hyper Beasts auf jeden Fall rauszuholen. Auch mal mit ein bisschen weniger Prozenten, muss man einfach gucken. Hyper Beast, Schmack auf Hat. Dann hätte man nämlich schon wieder drei Sachen, die man hier. Ach komm. Lausig, Mann. Okay, das wird wahrscheinlich kein 49-Dollar-Skin werden. Wir haben bis jetzt auch alles verloren, bis auf 2, ne? Oder 3. Schade. Naja, jetzt haben wir wenigstens mal 2 Sachen zum Auszahlen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein und schlag gerne Sachen vor fürs nächste Video. Ciao.